Seid gegrüßt, ihr Abenteurer. Bleibt ein Weilchen und hört zu, denn es geht weiter mit Let's Play The Witcher 3 Wild Hunt. In der letzten Folge haben wir hier auf Khaer Trolde miterlebt, wie viele wichtige Jarlssöhne von Skellige gestorben sind, wie sie Opfer einer Intrige von Birna Bran wurden, die versucht hat, alle anderen Thronanwärter außer ihrem Sohn Zwanrig auszuschalten, die Schuld den an Kreyz zuzuschieben, damit eben Zwanrig, wie gesagt, eben die größten Chancen auf den Königsthron von Skellige hat. Und wir haben zusammen mit Cerys dafür gesorgt, dass eben ihre Intrige auffliegt. Was werden wir denn jetzt in dieser Folge machen? Ein neuer König wurde ja noch nicht gekrönt. Da müssen wir erst... Pinkeln die da jetzt gerade echt hin? Alter. Hättet ihr das nicht hinter der Kamera machen können? Schrecklich. Ein neuer König von Skellige ist jetzt noch nicht gekrönt. Wir müssen dafür an einen heiligen Ort gehen. Das werden wir jetzt aber an der Stelle nicht tun, denn wir werden auf Schatzsuche gehen in dieser Folge. Und dabei dann auch noch ein bisschen erkunden. Wir haben noch einige Schemas von verbesserten Hexer, Schulen, Ausrüstungsgegenständen, die wir finden wollen, damit wir demnächst dann eben halt auch nochmal eine Crafting-Folge machen können, die diesen Namen auch verdient, wo wir unsere Ausrüstung dann auch wirklich verbessern können. Und dafür, wie gesagt, müssen wir jetzt erstmal ein wenig erkunden gehen und diese Ausrüstungsgegenstände finden. Einer dieser Ausrüstungsgegenstände ist hier in der Nähe des Sitzes von Lugos dem Irren. Und zwar hier oben irgendwo. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine Höhle ist oder ob das hier irgendwo auf dem Baum, auf dem Berg ist, auf dem Berghang. Das werden wir aber gleich herausfinden. Es ist scheinbar eine Höhle. Das sieht sehr nach einer Höhle aus. Ja, dann gehen wir da doch mal rein. Es wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht, wenn wir hier mal einen Katzetrank mit reinnehmen würden. There you go. Und den dann auch trinken. Komischerweise sind unsere Absude mittlerweile auch ausgelaufen und wir haben keine neuen. Also die sind wahrscheinlich wirklich normal ausgelaufen und wir hatten jetzt zwischendurch nicht meditiert, wodurch sie dann nachgefüllt worden wären. Wir haben allerdings genügend Absude, die man nehmen kann. Mutagene. Absude heißen sie wirklich, die dann auch dementsprechend gute Effekte haben. Dann nehmen wir zum Beispiel einmal den hier. Und haben wir noch irgendwas Cooles? Erhöht die Ausdauerregeneration in klaren Nächten? Nee. Erhöht das Gewicht? Nee. Wenn ein einzelner Treffer? Nee. Begrenzt die... Nee. Wir haben so viele coole Effekte. Ja. Geras maximale Vitalität wird durch jeden getöteten Gegner erhöht. Ja, das klingt doch mal ganz nett. Die hatten wir auch schon einmal eingesetzt und das war ziemlich cool. Also tun wir das jetzt einmal wieder. So, in dieser Höhle soll sich ein Schema befinden. Das klingt nach Höhlentrollen. Hi. Jesse, Josef und Schwindler. Wurzen die gerade rum? Ich könnte mir vorstellen, dass die Teile einer Quest sind. Und dass wir das jetzt dadurch ein bisschen vorwegnehmen. Es könnten zum Beispiel die vermissten Bergleute sein, da hatten wir nämlich eine Quest. Hier müssen wir sehr aufpassen. Drei Höhlentrolle sind jetzt nicht so leicht zu besiegen. Wie wär's denn mal mit einem Donnertrank dazwischen noch? Aua. Wieso heißen sie Jesse, Josef und Schwindler? Und warum heißt der Schwindler? Vorsicht. Boah. Boah. Erledigt. Autsch, das hat sehr weh. Adrenalin ist auf dem höchsten Level. Sehr gut. Nein. Okay, wir brauchen eine Bombe. Die Meritium wäre jetzt aber nicht so gut. Ich glaube, wir könnten Nordwind ganz gut einsetzen. Und zwar jetzt. Sind beide eingefroren, oder?
Ohr. Alter, diese Flatulenz. Kaskade hier. Ich kann nicht mehr. Das Trommelfeuer der Flatulenz schnürt mir den Atem zu. Leide, Josef. Out. Boah. Oder ist das Geralt? Kann natürlich auch sein, dass die Absurde nicht so wirklich gut zu ihm passen. Und dass sie diese Flatulenzen auslösen. Höhlentrollleber. Das ist sehr gut. Die brauchen wir nämlich auch. Für ein paar Öle. Das ist nicht Teil einer Quest. Das ist wirklich verwirrend. Zwirren Diamantstaubjägerhandschuhe, kristallisierte Essenz. Auch nicht schlecht. Hier ist ein Kochtopf. Okay. Nicht so lecker. Gesellenwaffenreparaturset. Verbesserte Bärenstiefel. Nice. Anfängerrüstungsreparaturset. Smaragd, Bärenfell und Wasserflasche. Da drüben ist auch noch was. Ja, dann können wir diese Höhle ja verlassen. Würde ich mal sagen. Kein Teil einer Quest. Zumindest nicht, dass es irgendwie angezeigt worden wäre. Eventuell müssen wir hier nochmal zurückkehren. Das kann ich aber jetzt zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. Das werden wir uns dann genau nochmal anschauen. So, wir hatten hier ja jetzt auch noch einen anderen Ort, den wir noch nicht erkundet haben. Und der ist hier vorne. Das könnte ein Banditenlager zum Beispiel sein. Das könnte auch ein versteckter Schatz sein. Wir werden es herausfinden. Es ist ja nicht so weit weg. Erstmal müssen wir aber vernünftig durchkommen. Entjagen. Mit denen will ich mich jetzt nicht anlegen, ehrlich gesagt. Durch den Wald. Und es sieht alles gleich aus, weil wir den Katzetrank getrunken haben. So ein Mist. Wilde Küste ist die Markierung. Okay. Oh Gott. Okay. Da ist schon wieder ein Riese. Wenn mich nicht alles täuscht, ist das auch wieder ein Ogroid. Man könnte den auch mit Bomben beschmeißen. Bewachter Schatz, das ist es. Das ist ein Zyklop. Okay. Kartetsche. Oh oh. Das war klar. Kartetsche. Erledigt. Also unter deinen Rock wollte ich jetzt nicht gucken. Was für ein bewachter Schatz mag das denn sein? Großer Devena-Runenstein, große Artglyphe. Die sind viel wert. Dive-Ven und Wächterstiefel. Übrigens das Schwert, was wir von Krach an Krait bekommen haben, das konnten wir uns gar nicht mehr ansehen, weil wir dann direkt in diese, in dieses Bärenmassaker geschmissen wurden. Das dürfte dieses hier sein. Schicksal. Igni-Zeichenintensität und Axi-Zeichenintensität plus 2%. Chance auf Taumeln plus 10%. Schaden ist okay. Ich bin mir nicht sicher, ob das das Schwert ist. Ich vermute es aber. Ansonsten könnte es auch die Mondklinge sein. Mjalmars Stahlschwert wissen wir ja. Maugrim. Ja. Egal welches Schwert es davon war, es reicht jetzt für mich nicht, um das auszutauschen. Insofern lassen wir das mal stehen. So. Das nächste wäre hier zu finden. Das ist jetzt natürlich recht weit weg. Wir gehen jetzt mal zur wilden Küste und von dort aus, würde ich sagen, könnten wir uns hierhin teleportieren. Und dann könnten wir hier lang gehen. Ich habe bisher jetzt im Grunde den Osten von Skellige, also sowohl der Hauptinsel als auch der Inseln hier, den habe ich bisher ignoriert, weil ich mich eher erstmal auf den Westen konzentrieren wollte. Also genau das, was Deutschland auch macht, was zu Problemen führt. Aber ja, so ein bisschen erkunden können wir es ja langsam mal. Wir sind jetzt ja noch nicht im ersten, nächsten Akt. Der nächste Akt soll für mich erst beginnen, nachdem wir die Krönung
eines neuen Königs oder einer neuen Königin von Skellige abgeschlossen haben. Und das haben wir bisher noch nicht. Insofern, wir können auch zum Waldfriedhof. Das ist sogar besser. Wir gehen zum Waldfriedhof. Das kam plötzlich. Hör. Okay. Oh, den haben wir eingefroren sogar. Nice. Erledigt. Kleines grünes Mutagen. Ich bin sehr traurig, dass einfach keine roten Mutagene kommen. Oder fast keine. Aber die Begründung oder der Grund sollte klar sein. Ich habe das ja schon mal in einer der letzten Videos gesagt. Ne? Also die roten Mutagene sind halt die krassesten Mutagene. Da sie die Angriffskraft boosten und mit dem richtigen Bonus, wenn man drei rote Talente daneben hat, dann ist das enorm stark. So, wo sind denn die Banditen? Die sind hier. Ja, die sollten doch jetzt kein großes Problem sein. Uah! Scheint aber der einzige Bogenschütze zu sein. Das ist gut für uns. Wie wär's dann mit der Kartätsche? Wie wär's mit noch einer Kartätsche, während ich direkt daneben stehe? So mache ich das immer mit dem Kopf. Aua, wir sind echt tot. Das ist... Ich bin ein bisschen übermütig gerade. So... Das sollte der Vitalität helfen. Hör. Und halten und kämpfen. Erledigt. Erledigt. Jetzt fehlt nur noch der. Und erledigt. Sicher, Waldes? Vielleicht steht er nochmal auf. Hm. Aber dann nicht als Karl-Heinz, sondern als Karl-Zombie. So, hier gibt es noch was zu looten. Ne? Da ist auch eine Truhe. Wertvolles Fossil, okay. Glühendes Erz. Nicht schlecht. Wertvolles Fossil verwirrt mich ehrlich gesagt ein bisschen. Ich meine, das habe ich noch nie gesehen, oder? Kennen wir wertvolles Fossil? Nicht, dass ich wüsste. So, jetzt haben wir hier natürlich blöderweise auch Wölfe, die wir schon gehört haben. Wir werden jetzt an der Küste entlang gehen und von dort aus werden wir dann irgendwann an den Ort kommen, den wir suchen. Ist das Mornixer? Nee. Da ist ein Mornixer. Nee, doch nicht. Ich dachte, es sind Mornixer, aber es sind keine. Wiedererführung. Das klappt jetzt mittlerweile erstaunlich häufig. Finde ich gut. Schmeckt dir das, Silber? Da haben wir noch einen. Ich frage mich, ob dadurch die Erfahrung größer ist, wenn wir sie töten. Durch die Skalierung. Oder ob das keinen Einfluss hat. Wieso hast du deinen Schlag abgebrochen, Geralt? Das kenne ich ja gar nicht von dir. Erledigt. Rotes Mutagen, nice. Blaues Mutagen, okay. Rotes Mutagen, nice. Nochmal. Oh Gott, ist das gut. Okay, wartet mal. Wir gehen jetzt mal eben... Rotes Mutagen. Da. Da können wir jetzt nämlich zwei machen. So, dann haben wir hier das Mutagen. Das nehmen wir jetzt mal raus. Raus. So. So, und jetzt haben wir drei rote Mutagene und können ein großes rotes Mutagen machen. Und wenn wir das jetzt hier reinmachen... Dann haben wir eine Angriffskraftstärkung von 60% und nicht mehr nur von 42%. Wir machen also noch mehr Schaden. Was natürlich krass ist.
Weilkopf. So nannte man mich in der Grundschule. Warum? Na, weil sie ständig meinen Kopf auf irgendwelche Holzpfähle geballert haben. Ich glaube, sie wollten nur mit mir spielen. Sie mochten mich eigentlich. So. Da oben. Da oben soll ich hin. Wie soll ich da denn hinkommen? Nun, das ist jetzt ja gar nicht mal so einfach, ne? Irgendein Weg wird dahin führen. Ich weiß es. Wow. Da oben sehen wir schon feierlich die ganzen Harpien, Sirenen und was da nicht noch fliegt. Oh Gott. Okay. Ghule. Normale Ghule? Ja. Es ist ein Monsterlager direkt. Ne, da ist auch ein Aalghul, habe ich gerade gesehen. Tja, dann müssen wir wohl auch die Katze einsetzen. Wir lassen die Katze aus dem Sack, so. Okay, ich glaube, schwarzes Blut wäre an der Stelle auch nicht das Schlechteste. Jetzt, du Stück Dreck. Verdammt. Er ist erledigt. Das ist aber erst der Erste. Oh, wir müssen raus. So. Möge dich das schwarze Blut erledigen! Zurück, 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 zurück. So, jetzt ist das Schild wieder aktiv. Nicht regenerieren. Verdammt. Erledigt. Nur noch einer. Wir haben ihn. Perfekt, okay. Noch mehr rote Mutagene. Was ist denn auf einmal los? Alter. Lidl-Angebot neu oder was? Haben sie die jetzt gerade? Für 2 Stunden und danach nicht mehr die ganze Woche? Ist das so? Sieht so aus, ne? Was ist mit ihm passiert? Okay, er wurde hier brutal ermordet. Und es geht offenbar hier in diese Höhle runter. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das will. Vor allen Dingen sind da hinten noch weitere Ghule. Wir brauchen definitiv Nekrophagenöl. Haben wir noch irgendeine coole Bombe? Tanzender Stern. Tanzender Stern könnte man machen. Das sind sogar Aalghule. Oh nein. Der Aalghul-Nachschub. Aber er kam nicht dazu, seine Stacheln auszufahren. Komisch, dass wir von gerade dem ein Monsterhirn looten, aber na gut. So, was haben wir jetzt hier? Verbessertes Bärensilberschwert. Perfekt. Axtkämpferhose.
Aber wo können wir denn jetzt hier das Nest zerstören? Oder war es das jetzt schon? War es das jetzt schon? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gilt damit die Quest natürlich auch als erledigt. Wieso können wir hier nicht hochspringen? Wieso kommen wir hier nicht mehr weg? Hallo? Hä? Eben hat er das nicht gemacht. Naja, gut. Lassen wir das mal so stehen. Okay, damit haben wir natürlich auch das abgeschlossen, was für uns sehr gut ist. Haben wir hier noch andere Sachen, die wir machen können? Wir haben zum Beispiel Schemas zur Verbesserung der Bärenschulenausrüstung Teil 2. Stahlschwert. Wo ist denn das Stahlschwert? Auf der Insel? Nun, da waren wir bisher noch gar nicht drauf. Wir könnten zum Leuchtturm von Eldberg gehen, könnten dieses Schiff nehmen. Aber dafür müssen wir jetzt erstmal zum nächsten Schnellreisepunkt zurück. Aufpassen. Plätze. So. Da habe ich fix erstmal einen Schwalbetrank genommen, weil unser Leben doch schon ganz schön gelitten hat. Zurück zum Waldfriedhof. Dann Richtung Leuchtturm von Eldberg. Wo kommst du auf einmal her? Die Kiste hat dich aufgehalten. Du kannst hier nicht vorbei. Wir haben den Leuchtturm von Eldberg hier. Oh, Harpien. Einfach mit tanzender Stern vom Himmel geholt. Das ist auch mal nicht schlecht. Da sind aber viele, ne? Das sind verdammt viele. Hört auf damit. Autsch. Hauen die jetzt ab oder was wollen die? Ich habe das Gefühl, sie hauen nicht ab. Aua. Und einer ist noch da. Das war's. Die Harpien-Eier nehme ich gerne. So ein richtig schönes Harpien-Omelett. Dafür würde ich töten. Dafür habe ich getötet. Harpien-Federn. So, wir müssen mal wieder was reparieren. In letzter Zeit geht das Ding so kaputt die ganze Zeit. Das ist doch nervig. 89%. Das muss jetzt aber mal reichen. Okay. Auf zum Boot. Und dann wollen wir uns mal diese kleine Insel angucken. Die sieht ja auch wirklich sehr interessant aus. Da vorne ist sie. Da sehen wir nämlich sogar ein paar Bauwerke drauf. Und da ist das Bötchen. Mit einem Wasservibe davor. Geil. Uah. Ja, das war wohl nix, wa? Mir fehlt immer noch Krabbspinnengift für so einige Sachen zum Craften. Das ist ein bisschen anstrengend. Okay, dann machen wir uns mal auf den Weg. Gefängnisinsel. Ich glaube, das ist die Gefängnisinsel. Bin mir aber nicht ganz sicher. Wir werden es ja sehen.
würde gerne wenigstens so ein bisschen von den Monstern weg. Scheint aber so, als dürfte das schwierig werden. Ah, guck mal, hier ist sogar ein Fragezeichen. Wenn wir schon dabei sind, gucken wir uns das Schmugglerversteck gleich mal mit an. So, kommt ihr Bescheuerten. Ich wäre dann soweit. Aber offenbar will jetzt plötzlich keiner mehr. Ja, dann könnt ihr nicht mal. Ich habe euch die Chance gegeben. Ihr wolltet sie nicht. Das war sehr stylisch. Rüstung der Krieger Freyas. Ha! Nilfgaardische Wächterrüstung oder so. Ja, das war's hier schon. Schnell wieder hoch. So ein bisschen dosierter kann man diese Meererkundung, finde ich, auch gut machen. Wenn man eine ganze Folge damit füllt, finde ich das immer ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen dröge, aber wenig abwechslungsreich. Wie sieht es eigentlich mit dem Gewicht aus? 199. Die Rüstung halt. Und die Rüstungen nehmen wirklich viel Platz ein. Viel Gewicht. Ob die Insel bewohnt ist? Immerhin liegt da ein Boot am Hafen. Wollen wir uns hier mal vorsichtig umschauen. Piraten. Kehr Almuld. Schneller. Scheiße. Oh, der Bogenschütze muss weg. Piraten sind ein Problem. Auge um Auge. Vor allen Dingen sind es recht viele offenbar. Also das war ja gerade mal der Anfang. Kommen wir hier rein? Ist abgeschlossen. Kommt schon! Oh, der hat eine Armbrust. Jetzt kommen auch noch Wachhunde dazu. Meine Güte, die haben ja wirklich eine Festung. Euch das hier an. Der Sitz einer Piratenbande. Mir fällt keine Wahl. Der Typ, den Lambert sucht in seiner Questreihe, war doch auch ein ein Piratenboss. Vielleicht ist das hier sogar seine Festung. Und wir looten die jetzt schon vorher. Bevor wir auf die hingeschickt werden. Autsch. Gib uns alles, was du hast. Fehler. Du wolltest es doch so. Beschwer dich im Nachhinein nicht. Noch ein Armbrustschütze. Der uns aber Gott sei Dank verfehlt hat. Was haben wir denn hier Schönes? Irgendwo hier. Ah, fuck. Unsere Rüstung gibt auch gleich den Geist auf. Irgendwo hier ist das Schema und irgendwo hier ist auch noch ein unentdeckter Ort. Da kommt ein Hund. Da kommen zwei Hunde. Da kommen viele Hunde. Oh, fuck. Eine Herde Geißböcke sollte ich aufschließen.
Nee, eine Herde Hunde spießt mich gleich auf. Wir müssen schnell mal reparieren. Gut. Die sind schon mal weg. Allerdings war das ein Tropfen auf dem heißen Stein, denn die sind noch weitere 2000 Piraten. Oh Gott. Boah, die Hunde. Nicht schlecht. Problem, 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 Problem. Schwalbe. Quen. Da oben der Bogenschütze, der geht mit der Art auf den Piss. Kommt gerade nicht so gut an ihn ran. Da ist er. Das reicht jetzt. Vorsicht, das war knapp. Zwei weitere Wachhunde erledigt. Noch ein Wachhund erledigt. Und da haben wir schon die nächsten. Vielleicht müssen wir erstmal hier rauf. Holla die Waldfee. Das war aber auch ein Kampf. Verbessertes Bärenstahlschwert. Das war's jetzt hier sogar schon. Das war's sogar schon, ja. Was heißt schon? Das war jetzt schon relativ heftig. Und da hinten irgendwo soll dann noch ein unentdeckter Ort sein. Den wollen wir uns natürlich jetzt auch mal angucken. Die armen Ziegen. Ich hoffe, wir haben sie befreit. Wie können es immer noch mehr Piraten sein? Halten und kämpfen. Welcher unentdeckte Ort wartet hier, um Gottes Willen? Der ist dann wahrscheinlich unter uns, oder? Der ist unter uns, ja. Aber wie kommen wir da hin? Kann man vielleicht einfach hier runterspringen? Nein, kann man nicht. Nun. Ich dachte, da wäre Wasser. Ich habe meinen Fehler zu spät bemerkt und dann war der Hexer tot. Es könnte eine Höhle sein, die so hier so an der Insel gelegen ist. Da müssen wir jetzt aber trotzdem gucken, wie wir da anständig runterkommen. Hier. Am ehesten. Jo, das passt. Das passt. Jetzt wollen wir mal herausfinden, ob ich recht habe. Ich habe nicht recht. Ich habe leider nicht recht. Aber wie kommt man da hin? Da muss es ja irgendwo einen Weg nach unten geben. In die Katakomben der... Ja. Da, immer dieser... Dieser Recap. Ich meine, schlecht ist es an sich nicht, aber wenn man nur mal eben schnell was laden will, dann ist es doch ein bisschen nervig. Egal, passt schon. Es zeigte sich, dass der Druide Moissac nicht daran dachte, die Zauberin den zerstörten Wald untersuchen zu lassen. Geralt und Yennefer suchten Jarl Krachan-Kreid auf, der ihnen half, den Widerstand des Druiden zu überwinden. So. Also, es gibt irgendwo einen Weg hier nach unten. Hier ist er scheinbar nicht. Aber er kann nicht so weit weg sein. Da unten vielleicht? Nee. Zumindest nicht so sehr offensichtlich.
Boah, hier kann man sich ja, hier kann man sich tot looten. Also. Hier auch nicht. Vielleicht kommen wir hier oben irgendwo durch. Hier zum Beispiel. Nee. Es ist abgeschlossen. Und für mich ist, deutet das alles sehr, sehr darauf hin. Als wenn das wirklich so wäre, dass wir es hier mit der Quest rund um Lambert zu tun haben. Weil die Gebäude alle verschlossen sind. Man soll also nicht aus Versehen hier schon vorher hingehen und wichtige Story-relevante Dinge töten oder was auch immer. Insofern können wir da jetzt nicht hin. Aber wir haben schon mal hier ein bisschen entvölkert die Insel. Ich befürchte aber, dass die respawnen könnten. Da bin ich mir jetzt nicht sicher, aber Monster respawnen ja auch. Insofern kann es gut sein, dass wir das in Anführungszeichen umsonst gemacht haben. Ich meine, das Gute ist, wir haben jetzt hier schon den Schnellreisepunkt und wir haben auch das Schema bekommen. Also das ist dann erstmal als positiv zu betrachten. Was haben wir hier noch? Wir haben noch die Greifenschulenausrüstung Verbesserung, aber wo befinden sich die denn? Die befinden sich einmal hier unten, einmal hier oben und hier. Aha. Look at that. Dann gehen wir jetzt mal zum Hafen von Uriala. Und wenn wir dann eh schon auf Unskellig sind, können wir auch direkt die unentdeckten Orte uns anschauen. Einer davon befindet sich hier hinten. Oh, ich glaube, die hat gerade tatsächlich über Yalmar gesprochen. Jetzt hängt er nur rum. Bildet sich was drauf ein, dass er einen Riesen getötet hat, den er nicht mal alleine getötet hat, aber das weiß, glaube ich, keiner. Ich will jetzt nicht mit den Harpien sprechen. Versteckter Schatz heißt es hier. Also super versteckt wird er wahrscheinlich nicht sein. Frachtliste. 4 Fässer Salzheringe, 8 Fässer Trinkwasser, 3 Fässer Wodka, 5 Fässer Waltran, 4 Rollen Pelz und Hasenfell, eine Truhe mit verschiedenen Kostbarkeiten im Wert von insgesamt 1000 ilfgardischen Floren. Die Truhe ist versiegelt. Falls das Siegel bei Übergabe zerbrochen ist, erfolgt keine Bezahlung. Ilfgardischer Schatz. Oh! Einen Moment war ich abgelenkt und unaufmerksam und schon kommen die Sirenen an. An Sirenen. Ich will mir die nilfgaardische Fracht ansehen. Mehr will ich doch gar nicht. Also entspannt euch doch mal hier. Sirenenstimmbänder. Soll irgendwo hier drüben sein. Ich glaube, ob wir das Siegel jetzt brechen, das interessiert am Ende dann keinen. Kreuzdorn? Jo, Kreuzdorn brauchen wir hin und wieder mal. Da. Kleine Glyphe. Insignien der nilfgaardischen Spezialverbände. Okay, cool. Vielleicht können wir die bei Roche verkaufen. Vielleicht sammelt der so einen Scheiß. Kann ja durchaus sein. Ich könnte es mir vorstellen. Auf einmal ist sie hinter mir, weißt du? Das war nicht die Quest, die wir verfolgt hatten. Das war, glaube ich, die, ne? Yep. Ich weiß, der Marker hätte sich eh gedoppelt mit dem Questmarker.
Aber der Questmarker sind in dem Fall mehrere und so habe ich dann eine bessere Orientierung. Weil ich dann auch haargenau sehe, wie viele Schritte es noch sein sollen. Das sind noch 300. Ich meine, die Inseln sind natürlich nicht groß, ne? Aber ich bin ein Fan von diesen Inseln. Ich bin generell ein Fan von Skellige, der Inselwelt. Los, lauf! Weißt du, mein Papa ist Vorsicht! Dein Papa ist Vorsicht? Das ist interessant, das habe ich auch noch nicht gehört. Bist du eine Erscheinung von Mörhock? Von wen? Hast du mich beleidigt, Junge? Ich wurde am Ende einer Folge in dieser Siedlung hier schon mal wirklich böse weggemoscht von einem Jungen. Ja, also ihr müsst auch mal aufpassen, was ihr hier tut. Ihr müsstet nur an einen etwas weniger freundlichen Hexer geraten und der würde euch aber so richtig die Leviten lesen. Ich will jetzt hier lang. Wo kommen wir denn hier überhaupt hin? Plötze, du gehst seltsame Wege, Plötze. Aus irgendeinem Grund will sie hier nicht rauchen, dann gehe ich halt selbst. Ganz ehrlich. Dann mache ich es alleine. Wenn ich nicht runtersliden würde. Das kann doch nicht so schwer sein, hier rüber zu kommen. Geht doch. Hier ist auch irgendein komisches Gebäude. Und hier sind vor allen Dingen... Ach, Banditen. Was haben wir hier denn Schönes? Aha. Ah. Überlegenes Greifenstahlschwert. Nein! Ja, ihr lacht. Aber ich nicht. Ihr lacht. Und ich weine. Findet ihr das gut? Ich glaube doch nicht, oder? Das sind garantiert auch wieder Banditen hier. Mir bleibt keine Wahl. Wieso? Du hast sie doch noch nicht mal nach dem Namen gefragt. Woher wusstest du, dass sie sich dich angreifen würden? Sie hat einen Lebensbalken. Ach so, Geralt, klar. Hm. Er ist zu mächtig geworden. Er weiß mittlerweile, dass er in einem Videospiel ist. Das ist nicht gut. Was ist das da oben? Da sind sehr viele Sirenen. Die mich bisher in Ruhe gelassen haben. Das ist ungewöhnlich. Monsternest. Ah! Nee. Geh weg, bitte. Zeig mir, was du zu bieten hast. Federn. Unten sind Wasserweiber und Trunkene. Was ist das hier bitte für ein Ort? Wie können die hier auf Unskellig überleben, wenn hier überall so viele Monster sind? Es sind Skelliger. Da kämpfen selbst die Säuglinge. Okay, so. War mir nicht klar. Die Harpien haben hier ihr Nest. Und weg mit dem Scheiß. Puff. Gut. Okay, dann wollen wir mal gucken. Als nächstes wollen wir zum Hafen zurück. Oh, Bucht der Winde hat hier sogar ein... Ja gut, da muss ich ja gar nicht. Dann können wir das einfach nehmen. Wir haben ja jetzt noch zwei Orte, wo wir weitere Schema finden können. Der hier ist doch ganz gut. Den Leuchtturm haben wir ja sowieso schon mal freigespielt. Das ist halt immer der Vorteil, ne? Wenn du die Schnellreisepunkte hast. Dann kommst du sehr, sehr schnell von A nach B. Sind da unten... Endriagen.
wär's mal mit goldener Pirol und Insektoidenöl. Ah! Komm schon! Verdammt! Mein Gift kann mich mal. Erledigt. Kriege ich Chitinpanzer? Hendriagen Rüstungsplatten, das ist fast genauso gut. Eine Höhle. Und hier drin soll ein Schema sein. Geister! Really? Man sieht auch schon wieder gar nichts, ne? Da kann man ja nur einen Katzentrank schlürfen. Was soll man ansonsten tun? In welche Richtung geht man da? Geht man hier lang? Was ist das? Doreen. Gräber. Überlegenes Greifensilberschwert. Für mich sieht das auch nach Questort oder so aus, ne? Aber nagel mich jetzt nicht drauf fest. Vor allen Dingen ist der Geist zurückgekommen. Das ist gar nicht gut. What is you? Ein Bär! Falsche Seite, mein Freund! Du kämpfst gegen mich! Nicht gegen die Höhlenwand! Gut. Monsterspeiche, yummy! Lecker! So, zum Leuchtturm. Und dann haben wir hier oben... Das nächste. Das könnte auch wieder eine Höhle sein. Würde ich jetzt mal vermuten, dass es eine ist. Ohne mir da jetzt sicher zu sein, aber... Am sinnvollsten wäre hier der Weg zum Waldfriedhof. Nee, es ist gar kein Waldfriedhof. Es ist ein Walfriedhof. Ich habe das T da irgendwie zugedichtet. Ich weiß auch nicht warum. Ich weiß nicht, ob man hier die Küste entlang reiten kann. Den Großteil wahrscheinlich schon. Wenn die ertrunken sind, müssen wir die meiden. Da sind Geister. Vorsicht. Panikstufe unseres Pferdes darf nicht steigen. Zehen des Riesen. Piraten. Schlangenäugiger Trottel. Halt! Ah! Wieso auf einmal halt? Ey, ehrlich, ihr schlagt euch gar nicht so schlecht. Ich habe schon einiges an Leben verloren. Aber leider kann ich mich auch heilen. Mit einem guten Absolut-Rapaz des Weißen. Ich meine, klar, ansonsten sehe ich quasi nichts mehr. Weil Katze mich wieder sabotiert. Der, ach da. Der letzte seiner Art. Ah ne, da hinten ist auch noch einer. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Erledigt. So. Hier soll irgendwo ein Schema sein.
Hier ist auf jeden Fall mal eine Truhe. Das galt jetzt allerdings nur für das Banditenlager. Armbrust. Was ist hier? Ein Hemd. Ein Runenstein. Büffelgras. Warte mal, da vorne war eine Truhe. Nee, doch nicht. Ich sollte mich ein wenig umsehen. Ja, irgendwas ist hier. Da weiter vorne wird uns was angezeigt. Noch ein Pirat. Deine Mutter hat dich rausgeschissen. Jetzt hol dich das Grab zurück. Halt! Erst beleidigen und dann Halt rufen. Das sind mir die Besten. Vor allem, das sind nicht mal Piraten, die gehören nicht mal zusammen. Sieht auf jeden Fall nicht danach aus, als wäre es so. Schneller! Alle zusammen! Alle zusammen, tanzt den Kot! Und schon ist er tot. Da ist eine Truhe. Wow, okay. Überlegene Greifenrüstung, Handschuhe, Hose, Stiefel. Sehr, sehr geil. Wolfsfell nehme ich mit. Pechdraht nehme ich mit. Na, das hat doch mal gut funktioniert. Dann haben wir diese Quest nämlich auch erledigt. Und haben hier außerdem noch ein Banditenlager geklärt mit ganz viel Zeug, was wir nicht verkaufen. Was wir nicht brauchen. Und es gab sogar noch einen Schnellreisepunkt. Das war doch insgesamt mal sehr erfolgreich. Wo wäre denn der nächste? Die nächste Schatzsuche. Wäre ja jetzt Greifenschulenausrüstung Teil 4, ne? Ist auch hier auf Skellige? Hier? Hier und hier? Ha. Kommt dann also auf jeden Fall noch dran, aber nicht mehr in dieser Folge. Wir haben jetzt schon wahnsinnig viel gefunden. Für mich schreit alles danach, dass wir mal hier ein bisschen aufräumen müssen, weil wir auch schon wieder auf 208 sind. Also eine Crafting- und Management-Folge wäre an der Stelle schon recht angebracht. Schauen wir mal, ob es die nächste Folge sein wird. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Und denkt natürlich immer daran, I want you for an adventure.